Karl Lauterbach. Seine erworbenen Titel sind kaum zu durchschauen. Da gibt es einen Doktortitel, aber keine Pflichtzeit, um ihn zu führen. Eine Professur als Adjunct-Professor, also als Adjutant, will sagen, Gehilfen. Und da gibt es dann noch den omikronösen Master of Public Health. Das nichts ist als ein Aufbaustudium und in dem er auch etwas über Epidemien hörte. Das ist so, als wenn ich, die auch innerhalb meiner pädagogischen Ausbildung in Recht unterrichtet wurde, behaupten würde, ich sei eine Juristin. Egal, Titel sind zu Potzen da und darum hat er ihn ja. Professor Dr. Med, das klingt doch ziemlich blöd. Wenn einer schon ein Doktor ist, wozu die lange Rede? Fliegenonkel, der er war, möchte man ihn beschützen. Ich bin nur ein krankes Kind, ich bin gar nicht mehr bei euch. Und los, geh an zu irgendeinem Spind, den trägt demnächst ein anderes Kind. Wir wünschen ihm nur Gutes und sagen: Legen Sie sich etwas hin, Herr Professor Aspirin, Herr Professor Disziplin, Herr Professor. Mit ein bisschen Disziplin, Herr Professor, ist das alles ganz normal. Es war immer so der Brauch, Herr Professor, und das wissen Sie ja auch, Herr Professor, dass man jemand glauben muss, Herr Professor, und am Schluss, Herr Professor, gibt's Verdruss, Herr Professor. Das hat's alles schon gegeben, Herr Professor, und man muss es überleben, Herr Professor. Ihre Arbeit ist jetzt wichtig, Herr Professor. Jetzt versuchen Sie zu schlafen, Herr Professor. Christoph Holzhöfer, der sauerländische Liedermacher, meint, er möchte seine Kritik in der Form, die er am besten beherrscht, äußern. Und so macht er ein Lied. Hören wir mal rein. Eingeschränkt und die Mehrheit applaudiert. Zweifler werden geächtet und die Obrigkeit hofiert. Grundrechte werden beschnitten. Übermächtig wird der Staat. Alles für die gute Sache. Untertanen auf zur Tat. Hurra, Deutschland, hurra. Sie sind alle wieder da.